Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich begrüße euch heute wieder auf meinem, naja, es ist nicht ganz ein Feenstaubsofa, aber ich bin wieder on Tour, um euch tolle Frauen vorzustellen und heute bin ich zu Gast auf Mallorca hier bei der wundervollen Lena. Herzlich willkommen, liebe Lena. Vielen Dank, liebe Antje, für deine Einladung. Ja, wir haben uns ja irgendwie gegenseitig eingeladen, aber ich möchte euch Lena vorstellen. Lena, wir haben uns ja dieses Jahr im Februar kennengelernt und zwar hast du mich für deine wundervolle Tochter gebucht. Ja, erstmal vielen Dank für dein Vertrauen und das hat ja gleich total Klick gemacht mit uns und ist auch für mich ganz, ganz eine schöne Zeit gewesen, sage ich jetzt mal, weil ihr fliegt ja leider heute wieder nach Hause. Genau. Und wir nutzen jetzt die Chance, um euch nochmal die Lena vorzustellen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Nimm mal die Leute mit auf deine ganz persönliche Reise. Mhm. Und ja, was macht dich denn aus? Was liebst du? Was ist dein Herzensding? Wofür brennst du? Mhm. Also ich liebe es, mit Menschen gute Gespräche zu führen. Mhm. Ich liebe die Verbindung zwischen Menschen zu spüren. Mhm. Und ich liebe es, Sport zu machen. Also Sport ist so das Thema, was sich durch mein ganzes Leben durchzieht. Ja. Ich liebe es, in der Natur zu sein, mhm. am Meer. Ja, genau richtig hier. Ja, genau. Und generell an schönen Orten und so diese ganze Faszination vom Leben irgendwie wahrzunehmen. Mhm. Voll eintauchen, ne? Voll eintauchen. Voll eintauchen mit all seinen, mit seiner Schönheit, ne? Also das finde ich auch immer sehr so nährend, ne? Also für mich immer wieder, auch jetzt gerade wieder zurück zur Natur und ja, was wir die letzten 2 Jahre eigentlich alle so miteinander mitgemacht haben, dass das wirklich viele wieder so back to the roots und was will ich überhaupt im Leben und wo geht's hin und raus aus der Stadt und ja, mehr Lebensqualität zu leben miteinander. Genau, so die Verbindung mit der Natur, mhm. und die Verbindung miteinander. Genau. So, das sind für mich irgendwie so die Sachen, die sich immer wieder rauskristallisieren als die Sachen, die das Leben so lebenswert machen. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es ja ganz fantastisch, dass du dich mit deiner Tochter so auf den Weg gemacht hast und dann, ja, dann erkunden wir mal die Welt, ne? Und die kleine Ella lebt das ja voll auch mit und mit der kannst du das super gut auch umsetzen. Also ja, die freut sich immer total, wenn ich sage, wir fahren in Urlaub, wir fahren nach Mallorca oder wir fahren woanders hin, wir machen einen Tagestrip und schlafen in unserem Van auf dem Berg, dann flippt die auch vor Freude. Ja, und das ist, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich war ja auch 15 Jahre alleinerziehend und von daher echt cool, Hut ab, weil ich hätte mir das, glaube ich, damals nicht erlaubt, aber war noch eine andere Zeit. Aber ich finde es ganz cool, mach doch mal den ganzen Frauen da draußen auch Mut, dass es auch sich lohnt und so einfach ist, mit Kindern auch durch die Welt zu ziehen. Egal, was da jetzt für Konditionen sind und Kindergarten und Schule. Ja. Und ich meine, wie machst du das denn? Ich finde vor allen Dingen, es ist total wichtig, nicht auf irgendwas zu warten, dass irgendwas in das Leben kommt und dann erst anzufangen, sondern das so in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir haben da jetzt Lust drauf, weil wir spüren ja eigentlich schon, worauf wir Lust drauf haben. Und dann zu sagen, wenn es uns jetzt gerade irgendwo hinzieht oder wenn wir jetzt gerade eigentlich Lust hätten, eine Reise zu machen zum Beispiel, dann auch zu sagen, dann warte ich jetzt aber nicht, bis ein Partner da ist oder bis mehr Geld da ist oder bis, es gibt ja da 1000 Gründe, ja, worauf man dann immer so warten kann. Das nennt man ja auch Aufschieberitis. Hatte ich auch mal. Aufschieberitis. Sondern zu sagen, wenn ich da jetzt verspüre, dass mein Herz das gerne möchte und meine Seele danach schreit, schön. Dann irgendwie zu sagen, let's go for let's it. Go. Auch wenn go man vielleicht packen. In dem Moment noch gar nicht weiß, wie das alles so funktionieren wird, aber es gibt dann immer Lösungen. Super, ja, einfach auf den Weg machen, ne? Ich glaube, das ist echt super. Yes. Und man darf sich auch ruhig helfen lassen. Also ach was? Als Frau darf man sich helfen lassen? Achtung, aufgepasst, liebe Frauen da draußen. Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich arbeite viel, ich arbeite ja selbstständig und brauche dann auch auf den Reisen Zeitabschnitte, wo ich arbeiten kann. Also ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit um Ella kümmern. Mhm. Das heißt, da habe ich mir ja zum Beispiel von dir helfen lassen. Ja. Habe ich sehr gerne gemacht. Hilft mir ja dann auch wieder, ne? Genau. Also Win-Win. Ja, und das sind so Sachen, das hätte mich ja abhalten können.
Ich hätte ja sagen können, okay, zu Hause habe ich den Kindergarten, andere Betreuungsmöglichkeiten, Opa, Papa von Ella und. Stimmt. Deswegen müssen wir immer da bleiben. Aber es gibt halt dann unterwegs doch auch Möglichkeiten. Ja, und vor allen Dingen wirklich mal das Feld aufzumachen und sagen, hey, was gibt's denn da noch? Was können wir jetzt neu kreieren? Was können wir da Neues draus machen? Ja. Weil diese Reiselust ja oder diese Neugierde, die Welt zu entdecken, für euch beide ja auch, ist ja auch so ein Mutter-Tochter-Ding, ne? Was man so was gemeinsam macht, ja, dass man sich da nicht, dass du dich da nicht abhalten lässt. Das finde ich echt cool. Absolut. Ja. Kannst du richtig stolz sein, also. Doch. Genau, und was mir eben noch kam, was ist denn, wenn du wirklich da draußen Menschen hast, die sich das nicht erlauben? Da kommt ja dann dein Wirken als Coach auch dazu. Und du bist ja auch spezialisiert auf was genau? Oder was erzähl doch mal, was genau machst du? Wie begleitest du die Menschen? Ja, also es gibt bei mir zwei Sparten sozusagen von Begleitung. Das eine ist im beruflichen Kontext und das andere ist im privaten Kontext. Wobei, das mischt sich eigentlich dann auch am Ende des Tages irgendwann immer wieder. Wir sind ja alle Menschen, sowohl im Beruf als auch im privaten. Ja. Und ja, mein Angebot ist dann das, dass ich Menschen begleite im Privaten, ich fange mal damit an, noch mehr so ihren Ausreden auf die Schliche zu kommen oder auch ja, einfach das anzuschauen, was gerade da ist. Und dann, man spürt ja dann, irgendwas hält mich zurück, irgendwas belastet mich, irgendwas im Zusammenspiel mit anderen Menschen regt mich total auf die ganze Zeit, also so Trigger. Ja, die typischen. Oder irgendwelche Traumatisierungen von früher kommen hoch. Das ist ja auch gerade irgendwie so die Zeit, wo gefühlt alles nochmal hochkommt. Ja. Und ja, man fühlt sich einfach unwohl oder in irgendeiner Form gebremst oder auch hilflos. Also das ist, finde ich, auch so ein Gefühl, was ganz oft da ist. Ohnmacht. Machtlosigkeit. Ist so dieses Stichwort, wo du denkst, boah, das frisst einen so auf, das ist echt, boah. Gefangen in einem System, in dem man nicht sein will oder in einer Situation, in der man eigentlich sich nicht richtig frei fühlt. Und ja, da geht es mir darum, dass jeder Mensch immer mehr in diese Eigenermächtigung wieder reinkommt. Also zu gucken, was habe ich eigentlich wirklich alles in der Hand? Wie komme ich dahin, mich frei zu fühlen, egal wie doof die Umstände gerade sind? Ja, so diese innere Freiheit. Nämlich. Ja. Und einfach zu gucken, was ist jetzt gerade da, was mich stört. Also wir schauen eigentlich immer wirklich ganz genau, was für ein Gefühl ist da, wo steckt das? Was möchte uns das sagen? Weil auch negative Gefühle sind ja für was da. Gute Botschafter, ja. Die ganzen Botschaften drin. Und um dann letztendlich halt in diese Freude, Freiheit, ja, Zufriedenheit zu kommen, die wir eigentlich alle in uns tragen, die aber oft irgendwie unter Schichten vergraben sind. Verschüttet, ne? Ja. Weil es ja im Leben, dafür ist das Leben ja auch irgendwie da, immer wieder Herausforderungen gibt. Ja, genau, es ist ein Lernplanet hier. Ja, ja, genau, und auf der beruflichen Seite richtet sich mein Coaching an Teams in erster Linie und an Führungskräfte, damit die Zusammenarbeit ganz wichtig, schöner, besser, angenehmer, freudvoller wird. Also da geht es dann um Konfliktlösungen, um wie führe ich meine Mitarbeiter gut, sodass die auch wieder wachsen können. Und so die auch Lust haben zu bleiben. Ja, ganz wichtiges Thema. Also ja, ich kenne das auch. Ich habe selber auch mal ein großes Team und mehrere Mitarbeiter. Und das war, ich habe das übernommen, das Team vom Chef sozusagen. Und es waren nicht meine Leute. Das ist ja auch noch ganz schräg. Also wenn das jetzt nicht dein Team ist, die zu dir passen und zu deiner Vision, dann ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Und dann wirklich zu sagen, nee, bist hier nicht am richtigen Platz, denen auch da die Freiheit zu geben, zu gehen. Den für sich besseren Platz dann auch zu finden. Ja, du hältst ja den anderen auch gefangen in einem falschen Platz. Ist ja nicht mehr in Beziehungen so, sondern das ist überall, ist ja im auch Arbeitsleben auch. Ne? Unbedingt. Und ja, das finde ich super. Ja, Team-Player. Und ja, ist ja auch letztendlich, was du da machst, Bewusstsein schaffen. Ne? Ja, total. Bewusstsein schaffen für die Situation jedes Einzelnen und dann natürlich nochmal ein Teambewusstsein. Das ist auch nochmal ganz spannend. Das ist ja nochmal eine andere Kraft auch, ne? Dass das Team dann wirklich, oder
ja, so getragen wird. Ne? Also es kann dich dann wirklich tragen. Ja. Und dann macht es richtig Spaß und dann kommen die von alleine und sind und jeder auch in seiner Einzigartigkeit. Ne? Ja. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und dann macht es halt richtig Spaß zu arbeiten. Ja, genau. Dann ist es nicht so dieses pflichtbewusste Geld verdienen, genau. Sondern ja, weil einfach das Zusammenarbeiten dann so viel Spaß macht. Weil man für den anderen auch ins Büro kommt und denkt so, ey, ich habe einfach so viel Spaß mit dem anderen. Ja, oder ich hatte gestern die Idee und dann kannst du es gar nicht abwarten, deinem Team zu erzählen. Das ist mega schön, ja. Ja, und nur so kann ja irgendwie auch Innovation entstehen. Ja, absolut. Gedanken sprudeln, Ideen sprudeln und so weiter. Und ja, jeder von uns hat ja so viel in sich und das in dieser Einzigartigkeit im Büro auch leben zu dürfen, das wünsche ich einfach jedem. Ja, das ist mega schön. Also auch als Chef, als Führungskraft, also mit seinen Kollegen, also mit seinen Mitarbeitern auch auf Augenhöhe zu sein, das finde ich jetzt auch ganz wichtig, dass nicht die Sekretärin das Gefühl hat, oder die Putzfrau ist jetzt niedriger oder höher, sondern dass wirklich alle als Team in ihrer Position richtig sind und sich gegenseitig unterstützen und tragen und selbst die Reinigungskraft kann dem Chef morgens begegnen und genau einen wichtigen Satz sagen oder ihn auch mal in den Arm nehmen oder was auch immer. Also wirklich diese Herzensebene wieder aufmachen. Und das finde ich ja ganz spannend, gerade in Firmen, wo ja immer noch so ein bisschen dieses Ego-Ding herrscht. Ja. Und wo wir auch oft noch Rollen spielen. Genau. Also so, ich muss jetzt hier so sein, damit ich eine gute Bewertung kriege oder genau. So. Und dann versteckt man aber ja so viel von sich. Ja, das ist so schade. Und das ist ja eh jetzt, das bricht ja eh jetzt alles auf und darf sich zeigen. Genau. Ja, das ist eine wertvolle Arbeit. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass du das tatsächlich gut miteinander verknüpfen kannst, dieses Einzelcoaching, dass du guckst, was haben wir denn als Team, was zeigt sich da? Und dann merkst du, oh, okay, da ist eine, komm, die picken wir mal raus und mal ein bisschen zur Seite. Und was ist es denn eigentlich wirklich? Was steckt denn wirklich dahinter? Und nachher kommt dann raus, als Kind, der Papa hat sie irgendwie nicht gesehen oder etc. etc. und projiziert das jetzt in die Firma, auf den Chef oder was auch immer. Ne? Also es ist ja dann, boah. Und wenn du das dann rauskriegst und dieses Puzzleteil dann gelöst, das ist ja unfassbar auch für die Dynamik der Firma dann genau, wieder. Genau, weil dann kann es auch wieder positiv miteinander fließen. Ja, absolut, dann ist es wieder in der richtigen Ordnung auch. Ne? Ja, und jeder fühlt sich wieder wohler. Weil ich höre auch immer wieder von Situationen, wo halt Teams zum Beispiel eine Zeit lang gut zusammengearbeitet haben und dann auf einmal knirscht es aber. Und genau das ist ja der richtige Zeitpunkt, um hinzugucken, bevor es halt auseinanderbricht oder jemand muss gehen. Sondern, hey, es knirscht und wir nehmen das wahr und dann holen wir uns auch gerne mal Hilfe von außen, damit wir wieder gut zusammen fließen können. So, genau, das hättest du eben auch schon gesagt, dass dieses Hilfe annehmen, sich das zu erlauben, ne? Und ich sag mal, wenn der Chef dann dieses Bewusstsein hat, dann ruft er dich an. Genau. Zum Beispiel. Dann kommst du in die Firma oder wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das? Und vor allen Dingen, wo können die Zuhörer denn dich finden? Also in welcher Region? Ich bin in erster Linie im Süden Deutschlands unterwegs, also Bayern, Baden-Württemberg, aber im Grunde ist es auch ortsunabhängig. Also ich hatte vor kurzem auch einen Workshop in Köln und wenn ich mit Menschen im 1:1 Coaching zusammenarbeite, dann mache ich das meistens digital. Also dann ist es komplett ortsunabhängig. Okay. Wenn ich aber in die Teams fahre, dann ja im Süden Deutschlands oder in NRW, da sind so meine Standorte, wo ich bisher am liebsten hinfahre, wo es einfach Sinn macht. Aber vielleicht zukünftig auch mal Mallorca oder so, wer weiß. Wir haben ja schon ein bisschen die Tür geöffnet. Ne? Hier gibt es bestimmt auch Bedarf. Ja. Ja, genau. Aber das ist so. Da kann man mich finden örtlich. Und wenn man mich im Internet einfach mal kontaktieren möchte, dann gibt es meine Homepage, lenahackfort.com. Die verlinken wir gleich in der Infobox noch. Danke. Und auf Instagram bin ich auch zu finden, auf lenahackfort. Also auf der Homepage findet man dann auch die Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die ganzen Kontaktdaten. Genau. Sehr schön. Aber eins möchte ich noch mal wissen. Du hattest mir die Woche ja was anvertraut, ein bisschen was auch aus deinem Privatleben geplaudert. Und es war ganz schön, dass ich da auch noch mal ein bisschen mehr von dir erfahren durfte.
Wir kommen ja irgendwie beide aus der Sportszene, ne? Genau. Und das fand ich nämlich ganz schön, dass du vielleicht die Idee hast, dich ein bisschen mehr zu fokussieren, zu spezialisieren oder zumindest kennst du dich aus, weil das ja auch deine Ja. Geschichte ist im Bereich Sport. Und zwar, was hast du genau gemacht? Also was ist so dein Lieblingssport? Also erstmal liebe ich sehr, sehr viele verschiedene Sportarten. Tatsächlich mein allerliebster Sport ist Beachvolleyball. Und Hallenvolleyball ist so das, wo ich herkomme. Mit 9 Jahren angefangen, also so Ende der Grundschule. Und das habe ich das ganze Leben lang eigentlich praktiziert. Und ich habe kürzlich festgestellt, aber eigentlich ist es auch gar nicht erst kürzlich gewesen, sondern ich weiß schon seit längerer Zeit, dass meine große Leidenschaft dahin geht, Sportler zu begleiten und Sportler in herausfordernden Situationen, sage ich jetzt mal, wo die Nerven blank liegen oder wo der Körper blockiert oder der Geist irgendwie, wo wir merken, das kennt, glaube ich, jeder Sportler, es läuft gerade nicht so. Ich habe vielleicht beim Volleyball spezifisch jetzt einen schlechten Pass gestellt oder ich habe einen Angriff ins Aus gehauen, ist gerade voll das wichtige Spiel oder beim Badminton wäre das wahrscheinlich ins Netz geschlagen. Also kann man, glaube ich, auf jeden Sport übertragen. Aber es passieren doofe Situationen, es sind noch Zuschauer da, der Druck wird immer größer und wir kommen nicht weiter. Und in der Situation kenne ich halt ein paar ganz gute Tipps und Tricks Kommst du ins inzwischen, Spiel im wahrsten Sinne? dann solche Blockaden wieder aufzulösen. Weil Super schön, ja. das Spannende daran ist, es ist dann ein Automatismus, der einsetzt. Wir sind dann wirklich hilflos und machtlos, weil unser Körper ist dann in so einem ja, vom Nervensystem her in einem Automatismus. Das heißt, in dem Moment zu reagieren, ist wirklich super, super schwer. Aber wenn wir das erkannt haben, wenn wir die Muster kennen und so weiter, dann können wir uns halt vorher da selber rausregulieren und uns selber diese Sicherheit geben, die wir brauchen, um dann gar nicht erst in diese Hilflosigkeit zu kommen. Ist ja wie so eine Schockstarre auch, ne? Also, Ja, ja, ich bei dem meine. einen oder anderen ist es eine Schockstarre, bei dem einen Ja. oder anderen ist es halt so ein überaktiv Ja. durchdrehen. Bei manchen ist es eben wie so ein Freeze-Schockstarre, was du gesagt hast. Und das sind alles Reaktionen vom Körper, um uns zu schützen. Der will uns schützen, weil der Ja. denkt, wir sind in Lebensgefahr. Der Säbelzahntiger steht Ja, vor uns. genau. Wah, genau. Und ja, in Wirklichkeit ist es ja nicht so schlimm. Also der Säbelzahntiger ist ja nicht wirklich da, aber dennoch sind es völlig Ist auch menschliche. abgespeichert, ne? In unseren Ja, Zellen das komplett. Leben. Und das ist Ja. auch gut so, dass wir das haben. Denn wenn dann wirklich irgendwann der LKW angebraust kommt, dann springen wir halt doch rechtzeitig zur Seite. Also es ist voll gut, dass wir das haben. Gut, ja. Im Sport selber ist es halt nicht ganz so hilfreich. Und da würde ich gerne immer mehr, also habe jetzt angefangen und würde gerne immer mehr Sportlern helfen, Super da rauszukommen. Das können schön. ja auch gerne Amateursportler sein. Das muss gar nicht so Ja. Olympiateilnehmer sein, sondern einfach, es betrifft ja jeden Sportler. Also ich habe selber so halb professionell gespielt und auf dem Level ist man auch schon ehrgeizig und da Ach, braucht man das auch mal. Also ich wünschte, ich hätte früher auch mal sowas wenn gehabt. ich das bei Kindern sehe, also jetzt mal zu meinem Thema Kinder. Ja. Ich habe ja auch angefangen in der ersten Klasse mit Leichtathletik. So, ich habe 15 Jahre Leichtathletik gemacht. Und auch da habe ich mir selber, gar nicht meine Eltern, gar nicht, ich mir selber diesen Druck gemacht. Ne, dieses Leistungsdruck, ich meine. Ja. Genau, höher, schneller, weiter, dann die Gesellschaft und dann ne, Klassenziel erreichen und bla und blub und dann Medaille. Also das ist ja auch schon so ein bisschen Druck. Und was das mit den Kindern schon macht, ne? Also ganz abgesehen davon, da könntest du auch mal rein. Kinder, Ja. aber genau, also das hätte ich mir früher gewünscht, so ein Sportcoach oder zumindest auch, wenn du die Trainer dann coachen würdest. Das ist ja auch ein Ja, Team, dass die ne? das dann auch Die erkennen. Trainer, dass die das nicht, das kommt ja auch aus einer alten Rolle, dass die das nicht auf ihre Sportler übertragen, so unbewusst. Weil die denken Ja. ja, oh, Coach macht's richtig, das muss ich jetzt Ja. so. Das ist ja voll auch gefährlich auch. Also die in eine Ja. falsche Richtung dann. Falscher Ehrgeiz im Ja, Prinzip. genau, den falschen Ehrgeiz, den gibt es, glaube ich, aus allen Richtungen. Manchmal kommt er so von uns Genau. selber, manchmal kommt er von außen über Ja. Trainer oder Eltern. Ja. Und da einfach Tools zu haben, sich selber zu ermächtigen, zu sagen, hey, ich finde, das gibt es, das ist okay, dass es das gibt, dass mein Körper so reagiert, aber ich kann damit weiterarbeiten. Also ich bin nicht hilflos, sondern es gibt Möglichkeiten. Ne? Und vor allen Dingen wieder an den Spaß erinnern. Ja, total, Und wir dein sollen ja Thema. Spaß machen, das Leben soll ja Spaß machen, auch der Sport darf Spaß machen, Ja. es soll ja keine Höchstleistung werden.
egal was. Aber da wieder, auch wieder back to the roots. Ja, genau, uns wieder zu erinnern, warum machen wir das eigentlich? Diese Leichtigkeit. Ach, da renne ich halt und ja, da gewinnt einer und der andere ist halt später da. Mein Gott, das ist doch schön, aber wir hatten Spaß. Ja, und das Schöne ist, wenn wir den Spaß haben und gut trainieren, dann gewinnen wir halt zufällig auch oft. Ja, im Leben. An Lebensfreude. So, wir gewinnen an Lebensfreude. Ja, das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Und also, wenn ihr euch da berufen fühlt, gerufen mit Lena ein Stück weit zu gehen, ob Sportler oder Nicht-Sportler, völlig egal, dann meldet euch einfach, nehmt Kontakt auf, wir schreiben alle Daten schön unten rein und dann, ja, freuen wir uns, wenn wir wieder neue Menschen vernetzen und glücklich machen und mehr in die Lebensfreude bringen. Ja, so ist es. Ich danke dir, dass du danke die Zeit dir. Genommen hast noch und ja, dann lasse ich nochmal drücken. Auf ganz bald und wir sagen hasta luego. Tschüss.